Ja, die Defensive wird heute endlich wieder verstärkt. Die Verletzten kommen zurück. Gerd Unterlucker und auch Mario Altmann. Mario, wie geht's dir? Wie fit bist du? Ah, mir geht's wieder gut, ja. Danke. Wie ist das so ein Spiel? Es ist schon schwierig, wenn man auf dem Eis stehen muss und das läuft nicht richtig gut. Aber wenn man zuschauen muss, stelle ich mir das noch schlimmer vor, oder? Ja, das stimmt. Das waren jetzt lange, fast 6 Wochen, die nicht da war. Und wir haben heute Zeit gehabt, aber wir haben jetzt schon gesehen, dass es bei uns aufwärts geht. Und ich hoffe, dass wir heute anschließen können. Wie waren die letzten Wochen? Mike Stewart war ja zuvor nicht ganz zufrieden. Es war sicherlich anstrengend, das Training jetzt in den freien Tagen, oder? Ja, es war ein hartes Training, aber ich glaube, das war bei jeder Mannschaft so, dass bei einer spielfreien Woche wird hart trainiert. An der Kondition und an der Kraft, und das haben wir auch gemacht. Ich glaube, härter als jeder andere, dass wir stärker zurückkommen. Mike Stewart hat das heutige Spiel als Neustart bezeichnet im Grunddurchgang. Seht ihr das auch so, und wie kommt man heute zurück gegen das Neue? Ja, man kann schon sehen, wie ein Neustart für uns. Ich meine, der erste Part von der Meisterschaft ist jetzt abgeschlossen. Eher weniger zufriedenstellend für uns, aber das ist jetzt vorbei. Wir schauen nach vorne und ja, wir wollen mit einem Sieg starten in die Phase. Ja. Was ist das Wichtigste, was man besser machen muss als zuvor? Ja, ich meine, wir können uns überall verbessern und wir wissen, dass wir überall noch besser werden müssen, aber wir haben jetzt hart dafür trainiert und ich glaube, dass wir das heute den Fans zeigen werden, dass wir besser sind. Dann hoffen wir, dass es gelingt. Vielen Dank, Mario Altmann, und damit zurück zu Gerhard ins Studio.